Oh, er ist noch müde. Relatable Content einfach. Lieber Musician, die Sache mit den Dornen hast du super hinbekommen und ich glaube, du könntest mir bei etwas Besonderem unter die Arme greifen. Komm und besuche meinen alten Kumpel Eddie. Ich stehe bei den Docks und schaue aufs Meer hinaus. Okay. Ach, deinen alten Kumpel, nicht meinen alten Kumpel. Funny. So. Aber zuerst... Ha, nice. Tada! Wie sind die Rübenpreise? Uff. Stimmt, verkaufen. So. Plus. 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 Perfekt. So, dann können wir direkt hier nochmal... Nein, das Laden öffnen nicht hier an der ersten Stelle steht. Crazy, Alter. Dreh ich durch. Wir haben 12 davon? Warum haben wir so viele? Nee, hä? Ach, die kosten 12. Okay, ich bin... Ah, okay, check ich. Macht Sinn. Tada! Oh, das geht so gut. Wie smooth das einfach geht. Nee, wir haben kein Geld. Verdammt, ich habe mich gerade schon gefreut. Oder vielleicht können wir es doch. Warte mal. Ich glaube, ein Inventar-Upgrade kostet nur 500, oder? Oh, perfekt. Sick. Nein, du warst es nicht. Yo. Mehr Stuff für den Stuffgott hier. Wir haben ein neues Inventar. Das heißt, wir können den ganzen Kram einfach mal mitnehmen und verkaufen. So, was kann ich für dich tun, mein Freund? Ah, Musician, danke, dass du gekommen bist. Ich werde dich mit meiner Geschichte Bauklötze staunen lassen. Okay. Es fing eines Nachts an, als ich in meiner Koje auf der Grace geschlafen habe. Grace ist mein Schiff. Und was war eins? Naja, es war... ich wachte mit klitschnassen Socken auf. Das war nicht das Problem. Aber als ich in meiner Seemannskiste nach einem anderen Paar suchte, war sie randvoll mit Fisch. Da bemerkte ich, dass Grace in einen üblen Strudel gelaufen war. Sie begann zu sinken. Ich schnappte mir meinen Fischerhut als Glücksbringer und sprang ins kalte Wasser. Wütend strampelte und schwamm ich, bis ich das Ufer erreichte. Ich schaute zurück und sah, wie meine Grace in den Wellen versank.
Natürlich könnte ich jederzeit ein neues Schiff bauen, aber was ich nicht kann, ist, Bäuche mit nicht gefangenem Fisch zu füllen. Ich kann nicht zulassen, dass die guten Menschen in Azoria verhungern. Sie verlassen sich darauf, dass ich ihnen leckeren Fisch für ihre Suppen und Mahlzeiten liefere. Du hast doch noch die Angelrute, die ich gegeben habe, oder? Meinst du, du könntest den Fischvorrat des Marktes aufstocken? Okay. 3 Fische fangen, das kriege ich wohl hin. Und komm schon. Was für ein Kampf. Trophy, was geht ab? Ach verdammt, da haut er einfach ab. Na komm. Und schon haben wir einfach den ganzen Markt aufgefüllt. Richtig gut. Also ich muss sagen, dass ich einerseits mega happy bin, dass ich das Evangelion-Outfit in Honkai Third habe. Aber ich spiele Honkai Third leider auch nicht oft genug, als dass ich sagen könnte, wow, es lohnt sich halt für mich, die ganzen Special-Kostüme zu kaufen. Warte, ich muss das kurz mal sehen, dann kann ich es bewerten. Honkai Third Promare, komm mal raus. Also, zumindest das Vorschaubild sieht jetzt nicht so krass aus, dass ich sagen würde, wow, das brauche ich unbedingt. Nee. Ich würde es mir nicht holen. Ahoi! Da die Dorn weg sind, werde ich vielleicht einen kleinen Spaziergang machen und nach guten Angelplätzen Ausschau halten. Der städtische Markt könnte dringend etwas Fisch gebrauchen. Ach, wir müssen ihn auch verkaufen. Okay, dann habe ich wieder Zeit, irgendwas anderes noch zu machen. Die Crabbo muss ich mal fangen. So. Komm schon, so. Kann ich für dich tun. Hi! Ich freue mich immer, wenn jemand Azoria als sein neues Zuhause wählt. Schön, dass du da bist. Okay. Du scheinst dir über irgendwas Gedanken zu machen. Und das ist... Das ist cool. Aber ich würde gerne wissen, worüber. Schauen wir mal.
Zuerst müssen wir nochmal zu Jack gehen. Ich glaube, das ist nochmal... Oh, warte, bevor wir zu Jack gehen. Da ist ein pinker Glitzerfrosch. Ah! Oh no! Komm schon! Yes! Voll gut! Ich bin tatsächlich fast ein bisschen überrascht, dass Silent Hill für PS5 nicht dieses Jahr erscheint, anscheinend. Sonst hätten sie es angekündigt, ne? Das surprised mich ein bisschen. Dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich hoffe einfach, das wird gut. Hi! Solche Dornen hatte ich noch nie gesehen. Und ich habe schon so einige Dornen gesehen. Danke, dass du die Dornen weggeräumt hast. Das macht die Insel viel zugänglicher. Schaust du dir manchmal die Wolken an und siehst Dinge darin? Manchmal verbringe ich Stunden damit, in den Himmel zu schauen. Krasser Dude. Graben wir noch ein bisschen. Und ein bisschen die Farm erweitern, das ist ja auch ziemlich praktisch eigentlich. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. So. Sehr gut. Noch ein paar Bären mehr. Sehr gut. Also wenn der 29. September als Release-Datum tatsächlich GL wäre, hätten die es halt in der letzten State of Play oder so angekündigt. Halt spätestens. Obwohl Shadow Drop könnte sein, ne? Dass es dann einfach nur als digitales Spiel rauskommt, was ich ätzend fände, aber was Sinn machen könnte. Ich glaube nicht dran, aber wer weiß. So. Was für Papierwände hast du, dass du die Vibration des Handys deines Nachbarns hören kannst?
Ich meine, das Schöne an der PS5 ist ja, dass du diese Slates, die an der Seite sind, die kannst du einfach abmachen. Also die sind ja nicht fest verbaut. Die kannst du einfach absliden und dann halt neue draufpacken. Es gibt ja auch theoretisch eine Final Fantasy 16 PS5. Aber du kannst diese Final Fantasy 16 Slates auch einfach einzeln kaufen und dann deine PS5 zu einer Final Fantasy 16 PS5 machen. Es ist halt ganz nice so. Das haben sie eigentlich relativ smart geplant, tatsächlich. Spannend. Wir können sogar so ein Stuff hier anbauen. Witzig. Hat jetzt noch der Shop offen, wo ich Dings kaufen kann. Ich hoffe, die haben bis 8 offen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes, du bist noch da. Perfekt. Aufregend. Das möchte ich nicht. Warum kann ich den nicht kaufen? Warum kosten die... Nee, warte, das ist der falsche Dude. Ah, kein Wunder, dass das so teuer ist. Hier, das hier will ich haben. So, und keine Ahnung, nehmen wir die hier noch. So, perfekt, let's go. Das Farming-Leben entwickelt sich zu einem vollen Erfolg. Hoffe ich zumindest. Warte mal, dann kann ich doch bestimmt noch kurz hier hingehen und da ganz viel Stuff reinpacken. Wie zum Beispiel das da und alles anscheinend. Okay, cool. So geht das. Okay, perfekt. So, so. Das hier auch noch. Ich glaube, das ist gedingst. Ich glaube, das passt. Die Dinger kann ich ja morgen auf den Markt packen. Das macht alles Sinn. Ich denke, das ist okay. Let's go! Das sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Nice.